Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Spyro the Dragon. Leute, heute geht es in das Level Baumwipfel. Bin ja gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ohne Scheiß, ne? In der letzten Ausgabe hier mit diesem Metallkopf, das wäre ich glaube so schnell nicht vergessen, mit diesem Zaun da. Ja gut, man hätte es sehen können, wenn du auf der anderen Seite der Brücke gestanden hättest, dann da runter geguckt hättest. Ja, hätte man es sehen können, aber nee. Ich hab's nicht gesehen. Naja. Neues Spiel, neues Glück. Heute geht's in den Baumwipfel. Wer ist er denn? Ey, hier sind schon wieder sehr viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir machen die jetzt hier erstmal frisch. Wo ist der Klon denn hingerannt gerade? Guck mal erstmal, was uns hier so erwartet. Das scheint auf jeden Fall ein sehr verschachteltes Level zu sein. Hier ist ein Schlüssel. Jetzt schon. Okay, nehmen wir mit. Wieso geht das jetzt hier schon weiter hoch? Halt, warte. Hier war doch nur so ein bisschen was gewesen. Geht's auch noch lang. Das hast du jetzt nicht umsonst gemacht. Wie kann man noch hingleiten? Gibt's hier etwa ein Ei? Nee, gibt's nicht. War ja auch ein Wirbel. Hier finde ich mich doch nie zurecht. Ich gehe jetzt mal hier runter. Will hier erstmal ganz schnell gucken. Ob hier noch irgendwo was ist. Das ist dann, denke ich mal, so ein Wirbel, dass wir wieder hochkommen. Freuen wir uns drüber. Nehmen wir mit. Wissen wir ja noch nicht. Ah, irgendwas hat das so zu sagen. Können wir mir sagen, was er wollt. Gucken wir mal. Erstmal gehen wir hier wieder hoch. Hier gilt es jetzt echt Übersicht zu bewahren. Weil hier kannst du... Wir waren hier geradeaus gewesen, da können wir dann dort rüberspringen, ne? Gut, okay. Was war hier gewesen? Hier konnten wir dann noch weiter hoch, ne? Jetzt die Frage, was wollen wir als erstes machen? Gehen wir jetzt erstmal hier weiter hoch? Ich würde mal sagen, ja. Bevor wir da jetzt den Ort ändern. Mistkerl! Ich hasse dich. Oh Gott. Oh Gott! Erstmal ein Leben, da freuen wir uns natürlich. Haben wir. Gut. Da drüben ist auch noch was. Jetzt ist nur die Frage, können wir hier irgendwo... Okay, das ist mal dort. Da müsste ja dort die Stelle sein, wo wir rübergleiten, genau. Müssen wir aber, denke ich, mal auch noch machen. Naja, warte mal ganz kurz, ne? Wir gucken erstmal hier. Hier muss auch rüber gleiten. Ah, Leute, ich würde sagen, ich komme nur auch von hier rüber, ne? Das ist jetzt nicht passiert. Ich habe doch extra... Wir haben keinen Save Point, ne? Ich habe doch extra Feuer gespeit. Vielleicht doch besser von der anderen Seite darüber zu jumpen. Ja, was hat der? Der hat irgendwie... ein Juwel oder sowas hat er in der Hand gehabt, weil ein Ei kann es ja nicht sein. So gut, das war das hier, okay. Jetzt guck mal hier mal wegen diesem rüberspringen. Komme ich da hin? Scheiße, ich hätte den mal erwischen müssen, ne? Okay, jetzt machen wir die hier erstmal weg. Das sind ja nun mal auch Juwelen, ne? So, von hier so mal, komm, jetzt liegt dort ein blauer. Den holen wir uns. Oh, was ist hier? Ach so. Okay. Da ist der Schlüssel quasi schon weg.
Ah, dort liegt noch ein blauer, den haben wir vergessen. Gut. Jetzt befreien wir erstmal den Drachen da oben. Ich glaube, das wird ein sehr verschachteltes Level hier und wir werden hier garantiert noch ein bisschen Probleme haben. Bin ich mir ganz sicher. Sparrow, wenn du am Ende einer Superladungsrampe springst, kommst du wirklich weit. Bin schon dabei. Ja, das wissen wir ja. Und das, ehrlich gesagt, gefällt mir das schon wieder gar nicht, ne? Vor allem hier so um Ecken latschen. Okay. Hier ist schon wieder ein Schlüssel, oder was? Sag nicht, da drüben war eine Rakete oder so. Alter Verwalter. Leute, Stück für Stück. Stück für Stück. Gucken uns hier ganz in Ruhe um. Ist erstmal ein Leben, freuen wir uns. Nehmen wir mit. Machen wir hier natürlich down. Hier liegt noch was. Bloß nicht vergessen. Hm? Was haben wir hier? Irgendwie dieses Vieh hier. Wie geht's halt schon nach Hause? Hier wollen wir aber nicht nach Hause. Ja, aber wie kommst du denn hier zurück? Ach, guck mal hier. Ach so. Ja, sollen wir dann da hochkommen oder was? Oder von da? Frage. Kommt man hier auch wieder zurück? Ja, dort, ne? Da sind wir ja wieder beim Start. Was denke ich mal, die so blöd ist. Ich will zurück zum Start. Ja. Gut, okay. Fliegt mal hier erstmal hoch. Hier ist so einiges, ne? Zwei Drachen und noch Haufen Juwelen. Ja, hier war der erste Schlüssel gewesen, ne? Gut. Oh. Ja, hier. Da drüben waren wir nämlich auch noch, ne? Da gehen wir jetzt erstmal hin. So, was ist hier an Bösen? Erstmal gar nicht. Erstmal der Drache. Hallo Spyro. Wenn du die fantastischen Baumwipfel sehen willst, hör nach einer Superladung nicht auf. Müssen wir wahrscheinlich eine Kette machen mit diesen Superladungen. Und den Boostern quasi weiterhin nutzen, dass wir dann dort hochkommen, wo der eine alte ist. Also dieses eine Vieh, was dort irgendwie was hat. So, erstmal hier weiter umgucken. So, der sagt das so einfach. Gut, wir gehen erstmal hier rüber. Wow! Gut, die machen wir erstmal weg. Oh, ein Leben, das ist schön. Sag mal, Leute, da drüben ist auch noch was. Achso, der letzte Drache. Umsonst ist das da nicht, ne? Also, aber wo geht's denn hier lang? Wir sollen nach einer Superladung nicht aufhören. Ey, ohne Scheiß, wie kommt man da rüber? Oh, da haben wir ja tatsächlich noch was übersehen. Ich glaube, machen wir uns später einen Kopf drüber, ne? Wir sollen quasi Superladung doppelt nutzen. Okay. Ah, ist das jetzt die Stelle? Nee. Hier brauchst du einen Schlüssel oder was?
Ey, jetzt machen wir nie fertig. Das finde ich doch nie wieder hier. Gut, jetzt sind wir hier. Ey, wie kommst du hier zurück? Was? Was soll denn das? Ach so. Hä? Okay, du sollst nach 2 Superladungen nicht aufhören. So, und jetzt lass uns mal ganz kurz überlegen. Gucke mal, weil hier ist die erste. Und wir wollen ja noch höher kommen. Okay, jetzt gucken wir mal, wo die zweite ist. Die zweite Reihe. Ah, wie willst du das machen? Schaffst du nicht. Oder von woanders halt, ne? Ist da oben der letzte Drache? Nee, das war auch noch woanders, ne? Okay, okay. Konnten wir hier noch irgendwo hin? Ja, ohne einen Schlüssel, ne? Guck mal, wenn du hier die Superladung hast und dann willst du hier so, spurtest du runter, willst hier hoch. Ja, wenn du einmal aneckst, war's das, Lars. Okay. Das ist doch die einzige Ecke, wie du... Vor allem musst du ja dann immer so weit latschen, wenn du da einen zweiten Versuch machen willst. Wow. Mal hier. Will ich dahin? Ja, klar zeigst du dahin. Das ist mir schon logisch. Du Sack. Höre nach einer Superladung nicht auf. Ja, aber dann sag mir doch mal, wo ich anfangen soll. Also da drüben waren wir gewesen. Wo war das andere Ding? Wenn du da startest? Du könntest auch da starten. Was ist denn, wenn du hier startest? Gut, das war jetzt schon mal das Rätselslösung. Okay. Mal, dann willst du hier weiter preschen? Hier um die Kurve? Alles klar, alles klar, alles klar. Oh Gott, welcher war denn das jetzt? Welcher Start? Okay, ich weiß es, Leute. Ah, das kannst du ja... Das, ich weiß echt nicht, ob das klappt. Gehen wir mal hier hoch. Erstmal hinlatschen immer wieder, ne? Funktioniert das? Ja, scheiße. Und dann würdest du hier so weiterrennen. Wir üben mal. Ja, spätestens hier knallst du doch gegen. Ne, nicht weiterrennen, Spyro. Wir sind ja nicht mal um die erste Kurve gekommen. Ja, wenn du so ein bisschen seitlich immer machst, dann geht's. Wenn du so seitlich... Oh, das krieg ich doch nie hin. Also wenn das so gedacht ist. Schaffst du nicht. Kannst du vergessen. Aber du musst ja hier irgendwie... Oder Speed von dort. Aber wie willst du denn...
dass du von dort noch Speed mitnimmst und darüber springst. Aber wo sind wir denn dort? Es ist ja dann quasi... Oh Gott, ja, dort, hier so. Aber wie kommt man denn da? Wo kommt man denn da raus? Wartet mal ganz kurz. Ist quasi hier so. Nee, ich bin falsch. Ich bin falsch. Hier so dachte ich eigentlich, aber du kommst ja hier nicht. Hier haben sie ja nichts, dass du hier dann in der Tour da was machen kannst. So, Liebelchen, jetzt mal versuch mal das mal mit dir ein bisschen zu machen. Du zeigst dahinter, das ist ja sehr schön. Muss ich heute etwa schon wieder so einen Cut machen? Habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf? Was ist denn da gewesen? Das Problem ist, ich habe mich auch so verrannt jetzt hier. Nee, kommst du nicht rum, das kriegst du nicht hin. Junge, das ist, glaube ich, dieses Level, was mir jetzt dann doch mal einiges abverlangt. Gehen wir mal zum Start, weil ich habe nicht mal mehr dieses eine im Blick, wo auch noch der fehlende Drache ist. Weil das haben wir ja auch noch nicht geklärt. Da eigentlich hin. Das ist doch hier das Ende dort, ne? Ja. Wo war denn das mit dem letzten Drachen? Das müssen wir auch noch klären. Wo habe ich das denn gesehen? Da hinten ist das hier mit dem Ende, wo immer nur das große Rätsel ist. Wo war denn der letzte Drache jetzt, ey? Mal dorte. Du musst das hier bestimmt alles so in eben riesigen Abwasch machen. Umsonst sind hier vielleicht nicht Speicherpunkte, dass du... Und genau hier an dieser Stelle hat der ja uns auch gesagt, hier passe auf, Juri. Alter! Aber war das so dumm? War das so dumm jetzt? Umsonst will er uns hier nicht starten lassen. Oder vielleicht nicht das... sondern das hier? Und die Kiste hat uns ja eh noch gefehlt. Achso, da sind wir hier. Gut, das war jetzt auch nicht so unwichtig, dass wir das jetzt gerade gepackt hatten. Jetzt ist wieder die Frage, wie bin ich von hier? Achso, ja. Soll man es von dort probieren? Aber der letzte fehlende Drache, wo war der denn? Wir haben das vorhin gesehen gehabt. Von hier irgendwo... Schaffst du nicht, das kannst du vergessen. Ah, Leute, ich glaube ohne Scheiß, diese eine Möglichkeit, die wir gemacht haben, war jetzt nicht unbedingt die blödeste. Dann müssen wir mal dahin, wo wir den einen Drachen geholt haben. So. Hier so Speicherpunkt mitnehmen. Und dann versuchen wir das jetzt einfach nochmal.
So geht das nicht. Ich glaube ja echt, dass das die Ecke nur wichtig war. Dass wir dieses eine Juwel dort noch kriegen. Die Frage ist, kann man von hier irgendwo... Warte mal, nee, Christian, du willst hier zum Start? Wir müssen quasi gucken, wo diese Superaufladungen sich verketten. Ist hier irgendwie... Hier war nur dieses komische Ding hier, ne? Wo... Ja, warte mal, wenn du Speed hast... Also eine Superladung kannst du hier auch lang pesen und dort das doppelt nehmen. Das Problem ist nur, von wo kannst du hier eine Superladung mitnehmen? Von dort. Von dort. Von dort. Wo ist das? Wo ist das? Und wir waren dort. Dann irgendwo... Da drüben. Wartet mal, ich glaube, das könnte doch schon mal eine echt nicer, dicer Idee sein. Das war hier, ne? Ja. Also. Wir wollen das mitnehmen, dort dann drüber springen. Ich spring noch nicht los, Leute, weil ich will erstmal gucken. Wir wollen hier nämlich nach rechts runter. Okay. Das will ich mal ausprobieren. Was da dann passiert. Nein! Ah, das muss ich, das will ich nochmal probieren. Wo ist denn jetzt unser Speicherpunkt? Okay, komme ich hier irgendwie mal... Ich will dahin, ne? Ja, genau. Hier hin. Ist hier nicht ein Speicherpunkt? Ja, komm mal her hier. Falls wir das nochmal verkacken. Einmal nach rechts. Das ist jetzt tricky. Ey, ich laufe jetzt einfach direkt an der Wand lang. Ohne Scheiß. Und wenn ich es dadurch halt verkacke... Aber Leute, das hat was zu sagen. Dann kannst du nämlich über diese eine Barriere drüber springen. Volle Aufladung. Wow! Aber uns fehlt immer nur das eine Ding mit dem Drachen. Aber da bin ich jetzt schon mal so ein kleines bisschen stolz auf mich. Na? Wo ist der letzte Drache gewesen? Ich sehe es nicht mehr, Leute. Ihr glaubt es nicht. Da bin ich froh, dass wir das gerade... Warte mal, die Libelle zeigt doch hin. Und wir gehen erstmal hier wieder. Willst du uns nicht hier... Oh, das war jetzt ein verschenktes Leben. Der eine Drache, das war noch die eine Plattform. Die müssen wir bloß noch hinkriegen. Wir haben jetzt erstmal das eine Rätsel gelöst. So, wo zeigt ein Libellchen hin? Da drüben. Wo bist du denn da? Von wo kommst du denn da gejumpt? Warte mal, jetzt machen wir erstmal den normalen Weg. So, wo zeigt sie denn jetzt hin? Ich finde es nämlich nicht mehr. Weil hier sind wir ja dann beim Ende. Ey, denkt ihr, ich finde das jetzt noch? Wo willst du hin, Libellchen? Wo willst du mit mir hin? Ich will jetzt einfach nur wissen, wo das war. Mit diesem letzten... Warte mal, ich gehe mal hier lang, weil hier haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen. Waren wir gerade. Dann gehen wir doch mal da hoch. Gucken von dort nochmal.
Von wo war denn die Stelle, wo wir das gesehen haben? Du willst darüber? Einfach nur darüber? Oh, was jetzt? Hängt mein Pet hier, oder was? Du willst einfach nur darüber, Liebelchen. Okay, dann gehen wir einfach nur darüber. Wo guckt sie denn hin? Ah! Dahin. Wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da jetzt hin? Mal ganz ruhig. Aha! Da drüben also. Aber wie kommt man denn da hin? Wir fliegen mal. Oder du müsstest hier irgendwie Speed mitnehmen. Leute, wir kriegen das raus. Wir haben das andere auch rausgekriegt. Geh mal hier hin. Hier warte ich jetzt mal. Gut, okay, von hier haben wir es gesehen. Ist erstmal eine Sache geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage. Hier ist natürlich auch keine Rampe oder so, ne? Wo du da dann zurück kannst. Das Einzige, was du hast, ist eigentlich das da. Hier kannst du ja auch mit Mach 3 weitermachen, ne? Warte mal. Das war eigentlich ganz schön krass gerade. Das ist jetzt tricky. Das ist jetzt wirklich tricky wegen diesem beschissenen letzten Drachen. Aber bin mir sicher, auch das kriegen wir raus. Wir müssen nur gucken. Das ist ja von da oben. Jetzt ist die Frage. Also wo wir den Drachen geholt haben, ob man dort von irgendwo Speed mitgenommen hat. Davon irgendwo Speed mitgenommen. Irgendeine Aufladung. Weil du springst ja dann quasi von hier rüber, ne? Und da hast du eigentlich keine super Aufladung. Warte mal, wir gucken mal hier irgendwo eine Rampe. Andersrum rennst du die ja nicht hoch. Dort ist das, dort ist das. Ja, Liebelchen, bleib mal ruhig. Da haben wir hier irgendwie... Kann man hier so drauf? Scheiße. Ist auf jeden Fall da drüben. Ah, guck mal, hier ist doch auch eine Rampe. Wo kommt die denn? Und wo kommt die denn? Ja, die musst du nehmen. Und dann springst du hier. Aber mein Pet spinnt. Der Stick? Ja, du musst von hier. Aber von wo kommst du denn da? So, warte mal. Das ist ja hier unten war das gerade, ne? Muss ja von irgendwo hier drüben. Von wo? Könnte man da kommen? Von dort? Warte mal. Du willst dorthin. Genau, dort wollen wir hin. Jetzt ist natürlich die Sache. Warte mal. Dort drüben. Von dort? Was ist das da gewesen? Nee, das ist das. Im Prinzip ist es denn nicht nichts anderes, als wenn du von hier dann irgendwie dort weiterspringst, so wie wir es vorhin gemacht haben. Ne? Wo sind wir denn da hingejumpt? Das ist da. Ach, das war ja direkt wegen dem Ende. Wow, das ist jetzt die große Frage. Aber wir sind schon wieder ein Stück weitergekommen wegen diesem Rätsel. Die Frage ist bloß, wo ist unser Startpunkt? Wo ist unser Startpunkt? Ich
gehe eigentlich mal felsenfest davon aus, dass der Startpunkt irgendwo sein muss, wo auch so ein Speicherpunkt ist. Weil das Spiel ist ja nicht so ein Arschloch immer zu uns. Aber von hier sehen wir es doch eigentlich auch sehr gut. Aber da sind wir ja schon rüber gejumpt, ne? Ja, von da. Aber du nimmst ja von hier keinen Speed mit. Weil du kommst ja von hier jetzt nicht, da irgendwie von einer Superaufladung hergepäst. So, okay, das ist das, das ist das. Ja, wenn du die so... Boah. Gute Frage, nächste Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ich meine, wir haben ja eine Idee. Wir haben ja eine Idee. Aber... Sagen wir, von hier kommst du dann darüber. Das ist die Geschichte. Soll das hier etwa... Aber wenn du hier lang sportest, ne? Was wir jetzt nicht machen. Da ist ja das Ding, das wir dorthin wollten. Aber können wir hier auch nach links? Aber wenn wir dort sind... Ich will einfach mal was probieren, Leute. Wir wollen ja dahin. Boah, wie kommst du dahin? Das ist die Geschichte. Das ist assi, wenn jetzt so beim Versuchen sowas passiert. Mensch, ey, das kratzt an meiner Konzentration. Ich würde mal sagen, das ist wirklich einfach nur des Rätsels Lösung für. Für die andere Geschichte. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Ding jetzt mit dem letzten Drachen löst. Ansonsten, um das Video jetzt nicht unnötig zu verlängern, gucke ich dann vielleicht doch mal im Internet ganz kurz. Aber wenn du dann hier so lang pisst, jetzt war ja komplett falsch eigentlich, ne? Sind jetzt von da gekommen und hätten aber eigentlich weit dahinter gemusst. Das hat ja jetzt überhaupt nicht geklappt. Oh, hier bist du wieder hier. Hier ist der Start, genau. Boah, es kann doch nicht so schwer sein. Was ist eigentlich da? Das ist ja das Ende. Das ist ja das Ende. Wo war denn der andere Drache? Dass ich das halt so gern so als Startpunkt nehmen möchte, weil ich ja echt denke, dass die das nicht ohne Grund machen. Oder du musst wirklich hier so krasse Scheiße machen, dass das wirklich der Start ist für irgendwas und du hier eigentlich eine komplette Runde rumpähst. Nur wo willst du hier überall hin? Du gehst hier lang? Du könntest... Hier lang. Du könntest hier lang. Ah, dann bist du wieder hier. Ja, ja, okay. Ja, aber wenn du dann dort bist, wo willst du hin? Wo willst du hin? Ey, dass sowas passiert, finde ich dann assi, ne? Das finde ich dann assi. Leute, ich würde sagen, ich gucke einfach kurz im Internet, weil wir sind jetzt hier schon über eine halbe Stunde. Willst ja auch nicht so in die Länge treiben. Ich guck mal ganz kurz, Leute. Richtig kranker Shit, Leute. Ich habe gerade geguckt. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, gebe ich ehrlich zu. So, wir müssen hier nach rechts. Genau hier jetzt. Mal ganz scharf rechts. Hier so, so. Ja, okay, aber so geht's gleich, Leute. Ihr werdet gleich sehen, was ich hier mit euch erreichen will. Das ist schwer. Wäre ich im Leben nicht alleine drauf gekommen. Im Leben nicht. Und ich denke mal, das wird jetzt schon schwer... Dass ich das mit euch jetzt hier... Ja, da müssen wir nämlich hin. Da müssen wir hin, Leute. Vielleicht nicht die Rampe komplett hoch. Wartet mal ganz kurz.
Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir haben auch nicht so unendlich viele Leben. So, hier so rechts. Ja, wie hat er das denn gerade im Video gemacht gehabt? Der ist doch da hoch lang. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ah, ist das ärgerlich. Ach, sorry Leute, ich habe noch mal ganz kurz geguckt. Also der im Video ist hier. Ist hier dann rüber. Und hier musst du genau die Ecke treffen. Ja, bitte, jetzt komm rüber. Wir haben es gepackt, Leute. Meine Fresse. Das ist ein hartes Level gewesen. Und wieder mal musste ich im Internet gucken, ne? Ich bin wenigstens froh, dass wir durch unser Gucken und so das andere gefunden hatten mit diesen Kisten und so. Krasses Level. Krasses Level. Das war der Hammer, Spyro. Du hast viel gelernt, seit du ein junger Gleiter warst. Naja, du hättest dir einen leichteren Ort zum Festsitzen suchen können. Ey, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass das erledigt ist. Also neben dieser Metallkopfkacke, wo wir schon so gesucht haben, wie die Blöden. Es ist ja echt schön, dass wir jetzt hier eine Lösung haben. Jetzt ist die Frage, wo war denn jetzt hier das Ende? Genau. Wir haben es gepackt, Leute. Wir haben es gepackt. Was für ein krasses Level. Aber wir haben die 100% geholt. Ich musste zweimal Cut machen. Einmal, weil ich mir nicht mehr sicher war. Und dann halt bei diesem Ehenabsprung. Du musst halt genau die rechte Ecke dort treffen. Ich bin froh, dass wir es wenigstens ohne ein Game Over am Ende hingekriegt haben. Wow! Wahnsinn! Was ein Level! Baumwipfel! Aber naja. Wir haben es ja dann am Ende doch gepackt und darüber bin ich ehrlich gesagt richtig, richtig froh. Und Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder mit dabei wart und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.